Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 19 hier auf der Map Obertal. Ich bin wie immer der Shorty von der Test Area und es geht weiter. Also was die Felder angeht, haben wir jetzt gerade irgendwie Stillstand. Wir sind hier auf Feld 11, da wachsen Pappeln und da wir mit 10 fertig sind, sind wir jetzt dabei und müssen erstmal das Feld 11 kaufen. Zack. 623.000. Aber die Pappeln sind noch im Wachstum. Das heißt, ich werde dieses Feld 11 jetzt erstmal ans Autodrive-Netzwerk anschließen. Und dann werde ich hier schon mal entsprechend einen Drescher parken. Wenn die Pappeln dann ausgewachsen sind, geht es den an den Kragen. Sozusagen. Also einen Moment. Ich muss ja schon sagen, wenn man hier das Feld mal so umrundet, ja, nicht klicken. So, dann hat das schon eine beachtliche Größe. Wenn ich mir vorstelle, dass Pappeln ja eigentlich, sei mal still, dass Pappeln ja eigentlich gehäckselt werden. Bin ich froh, dass wir hier auf der Obertal sind. Was brauche ich jetzt eigentlich hier? Genau, damit ich Feld 11 nicht vergesse, brauche ich hier oben erstmal einen Scher. Den hole ich mir vom Hof. Nehme ich den? Ich nehme den. Vorbildlich hat der ja das super mega alles könnende Arthur Schneidwerk. So. Und ich schicke den zu Feld 11. Das ist schon fein einsortiert. Und wenn er an Feld 11 angekommen ist, kann er da parken. So. Zurück. Obwohl, na, hatte ich nicht noch was? Na klar. Ich hatte noch anderes hier. Ich muss noch hier. Da ist er. Ist der voll mit Stroh? Ja, der ist voll mit Stroh. Der kriegt jetzt den Abladebefehl. Und zwar für die Totalmischration Mischfutter anliefern. Da soll er erstmal Stroh bringen. Let's go. Der ist ja auf dem Weg. Ich hatte hier noch. Genau, der ist voll mit Silage. Den bringe ich jetzt mal rüber. Denn, also vorne ist Silage drauf. Hinten kommt jetzt noch Gras. Dann fährt der nämlich auch zur Mischfutterfabrik. Oh, schnell, schnell. Da kommt der Aktros. Schnell, schnell. Bloß nicht im Weg stehen. Mit der Kollision ist komisch im Moment. So, jetzt stelle ich dich hier drunter. Nee, nix Silage hier einlagern. Das ist wieder gefahren wie, ne? Fahr mal unter das Silo, mache ich. Guck dabei aufs Handy und schreibt eine WhatsApp. So ist das gefahren. Ne? So halb. Gras, ja. Gras. Motor aus. Laufen lassen. So, jetzt gehen wir zurück zu dem hier. Wir müssen Feld 12. Das ist hier hinten. Da fahre ich jetzt mal rüber. Das gucken wir uns jetzt mal an. Ne? Also hier, Feld 12. Das wäre das nächste. Weil nach 11 kommt 12. Hättet ihr auch nicht gedacht, ne? Hab ich auch gegoogelt. Nee, ne? Zuckerrohr. Schon wieder Zuckerrohr. Ah, okay. Okay, Schritt 1 ist, wir kaufen Feld 12. 514.000, ja, komm. Zack. So, jetzt werde ich Feld 12 ans Autodrive-Netzwerk anschließen, aber eins machen wir diesmal nicht. Wir werden das Zuckerrohr oder den Zuckerrohr oder wie auch immer, wir werden das jetzt darunter holen vom Feld, aber wir werden es nicht einlagern. Wir werden dieses Zuckerrohr direkt verkaufen. Okay, binden wir es ans Autodrive-Netzwerk an. Also ich jetzt. Bis gleich.
So, habe ich Zuckerrohr wieder gesagt? Oder Zuckerrüben? Ne, ich sage immer Zuckerrüben zum Zuckerrohr, ne? Kann das sein? Und wie gesagt, hier ist mordsmäßig viel Zuckerrohr wieder. Und ich will das nicht einlagern, weil. Lad, 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 lad. So, gespeichert. Weil, Hofsilo. Zuckerrohr. Weil wir schon 7 Millionen Liter Zuckerrohr da drin haben. Also will ich nicht noch mehr Zuckerrohr einlagern. Deshalb werden wir das Zuckerrohr jetzt. Zuckerrohr. Zuckerrohr ist natürlich auch toll. So, das ist hier. Zuckerrohr, genau. Deshalb werden wir Zuckerrohr jetzt ernten, aber wir werden es nicht einlagern, sondern direkt vom Feld aus verkaufen. Ich schicke den Roder vor. Der muss zu Feld 12. Ja, kein Wegpunkt gefunden. Ist natürlich klar. So, aber jetzt. So, dann kriegt er alle vier Abfahrer. Aber die Abfahrer kann ich noch gar nicht programmieren. Bist du fertig mit dem Gras? Ja, dann kann ich dich auch gleich losschicken. Ich muss, bevor ich die Abfahrer programmieren kann, gucken, wo wir denn für Zuckerrohr einen guten Preis bekommen. Also Zuckerrohr ist schon Wahnsinn, ne? Muss man ja mal so sagen. Und jetzt habe ich es wahrscheinlich schon wieder. Habe ich auch. Da. Das ist Zuckerrohr. Bergfruchthandel. Das ist nicht weit weg vom. Oder doch? Nein, ich weiß nicht. Jedenfalls Zuckerrohr gibt es am Bergfruchthandel. Also den besten Preis. So. Drescher abtanken. Feld Nummer 12. Abkippen. Verkauf hier. Oh, das wird immer länger. Der Ordner mit den Feldern. Silos machen wir zu. Da verkaufen. Bergfruchthandel. So, und dann schicke ich den mal los. Und na komm, das mache ich mit den anderen drei Abfahrern hier auch. Dann geht das rucki-zucki, denke ich. Der Roder ist am Feld. Ah, da kommt auch schon der erste Abfahrer. So, man hat mir gesagt, dieses Ruckeln, wenn ich Crossplay starte, liegt daran, weil der Roder noch zusammengeklappt ist. Und ich sollte doch Crossplay gefälligst mal updaten. Da sind einige Bugs behoben worden. Habe ich gemacht. Habe ich geupdatet. Wollen wir mal sehen, ob das so stimmt. So, Feld 12, aktuelle Fahrzeugposition, 28 Meter. Ich nehme gerne zwei Vorgewende. Generiere Feldkurs. Aha. Zurück. Speichern. Feld Nummer 12. Roden mit 28 Meter. Zack. Gespeichert. Jawohl. Ein Ordner erstellen. Feld Nummer 12. Jawohl. Hier klicken. Da klicken, hier klicken, da klicken, aufklappen. Ah, Ordnung ist das halbe Leben. Ich lebe auch gerne mal in der anderen Hälfte, so ist es nicht. So, jetzt will ich mal sehen, ob dieser Bug behoben ist oder nicht. Wenn nicht, mache ich einfach wieder Pause, ne? So, Abfahrer einstellen. Er fährt rüber. Ja, er ist behoben. Kann man nicht meckern. Weil ich das halt gefälligst updaten sollte, ne? Hat sich gelohnt, das Update. Es ruckelt nicht mehr.
Vielleicht ist ja jetzt die Performance besser von Cosplay. Man weiß es nicht. Version ist die Version 6.02.0001.3. Ja, und Dev, ne, für Developer-Version. Gucken wir, was passiert. So. Und wir haben jetzt 4,4 Millionen auf dem Konto. Direktverkauf, das ist ein relativ großes Feld. Also da wird ein bisschen was rumkommen, vermute ich. Vier Abfahrer, ja, wieder, damit der Ruder halt keine Stillstandszeiten hat. Bergfruchthandel wird. Ja, ob gut oder schlecht. Mal sehen, wie das erreichbar ist. Jetzt wird der erste Abfahrer gerufen. Das ist ja immer wichtig. Das erste Vorgewende, das erste Mal Abfahrer rufen. Wie funktioniert das? Das ist bei jedem Feld immer so interessant. Oh, und da kommt der gleich. Leider ist meine Grafik nicht so gut, dass man das feine Zuckerrohr bis da hinten sieht. Aber das macht ja nichts. Der sucht jetzt hier auf dem Feld. Und wenn er dann ungefähr die Richtung hat, ja, jetzt beschleunigt er wieder. Also da hinten ist überall Zuckerrohr, ne? Wie gesagt, das liegt nur an meiner Grafik. So. Man hört eine kommen, man hört eine kommen. Und jetzt springt er hier gleich aus dem Zuckerrohr dickicht raus, wie eine Miezekatze, die eine Maus jagt oder so ähnlich. Da ist er. Na gut, springen. Springen sieht in der Tat auch ganz anders aus. Muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. So, tankst du jetzt ab? Na, komm. Das passt. Ha. Das passt. Und die Anhänger haben da, ne, auch eine vernünftige Höhe und alles. Okay, lassen wir die Ernte mal laufen und wir gucken gleich mal, wie viel ein so eine Anhängerladung Zuckerrohr im Verkauf am Bergfruchthandel bringt. Bergfruchthandel, wir kommen hier reingeflogen und ach, die ganzen Laternen. Mensch. Also hier, ne? Mit den Traktoren kommen wir zumindest auf den Trigger. Und jetzt bin ich gespannt, wenn er hier auslädt, wie viel wir an einer so einer Anhängerladung verdienen. Oh, ist aber schon sehr, 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 sehr gemütlich, wie er das macht. So, der Kontostand tickert oben und wächst. Ja, das dauert jetzt einen Moment, bis der leer ist. Aber das ist ja gar kein Problem. Na, jetzt wird's spannend. Während ich hier stehe und ablade, kommt schon der nächste angeflogen. Also, dann kommt auch bald der dritte hier runter. Und wir sind immer noch am Abladen. Naja, gut. Warten wir noch einen Moment. So. Eine Anhängerladung bringt 139.206 Euro. Naja. So, da kann der nächste hier abladen. Er fährt zurück zum Fell. Und lassen wir es mal weiterlaufen. Ob wir auf 500.000 Euro kommen, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Wir haben ja auch so viel Zuckerrohr steht auf dem Feld nicht und wir haben ja auch immer wieder noch Abzüge hier von den Lohnkosten. Gucken wir mal, wie es da aussieht. Da sind wir auch schon bei der letzten Bahn. Okay, wir sind bei 5,2 Millionen. Das liegt aber daran. Ich hatte ja einen LKW beladen mit Stroh, 2 Millionen Liter. Mit dem Stroh habe ich Mischration, Futterfabrik aufgefüllt, Kuhstall aufgefüllt.
Den Fermenter am Hof habe ich aufgefüllt mit Stroh und das Kompostwerk nochmal aufgefüllt mit Stroh und den Rest habe ich verkauft. Und den zweiten LKW hatte ich ja voll mit Silage und dann mit Gras gefüllt. Der ebenfalls dasselbe. Ich habe erst Silage und Gras zur Mischfutterfabrik gebracht. Und dann habe ich die restliche Silage, die drin war, zu BGA gebracht. Die war dann voll. Und die restliche Silage, die dann noch über war und das Gras, habe ich am Logistikcenter verkauft. Genauso wie das Reststroh, ne, was ich nicht mehr gebraucht habe im LKW, habe ich auch am Logistikcenter rausgehauen. War jetzt nicht viel, was da rumkam, aber ne, Konto füllt sich wieder. So, jetzt tanken wir hier nochmal ab. Den Abfahrer kann ich entlassen. So, dann kann ich vorne schon mal zuklappen. Sehr schön. Komm, hol dir das Zuckerröhrchen. Hol dir das Zuckerröhrchen. Ja, dann sind wir mit Feld auch fertig. Feld 12 auch fertig. Da. Den schicken wir dann jetzt hier wieder zurück erstmal zum Hof. Ich mache hier mal alles zu. So, Zielorte Hof 1. Das Rohr einklappen ist ja kein Rohr, ist ja ein Überladeförderband, ne? Ich klappe den auch gleich zu. So. Und dann mache ich hier Autodrive an, kann er zu Hof 1 fahren. Jetzt müssen wir natürlich sehen, dass wir die restlichen Zuckerrüben alle verkauft kriegen. Ich tapp mal mit euch durch. So, hier steht mein Pickup. Der wartet darauf, dass die Pappeln reif sind. Der steht hier, der steht hier. Ah, der ist schon unterwegs. Das ist gut. Wo ist meine Maus da? Ich halte den jetzt einmal an. Den nehme ich aus dieser Programmierung raus. Hier Feld 12 nicht. Nur noch einmal Bergfruchthandel abladen, bitte. Danke. So. Der hier auch. Drescher abtanken, raus aus der Programmierung. Bergfruchthandel abladen. So, was haben wir noch? Der ist auf dem Weg zurück. Stopp. Normales Fahren. Wir gehen auf Parken, Anhänger 1. Jawohl. Oh, jetzt ist noch ein Abfahrer übrig. Der ist hier. Aus der Programmierung raus. Zack. Verkaufen. Berg. Fruchthandel. Und los. Ja, jetzt haben wir drei Fahrzeuge am Bergfruchthandel gleich, die auch den Trigger belegen. Da ist ein bisschen was stehen geblieben. Da gibt's ja einen Trick, ne? Aber na, gucken wir mal. Bei Gelegenheit gehe ich auf diesen Trick mal ein. Ich hab's vergessen zu zeigen. So, jetzt heizen wir mal mit zum Bergfruchthandel. Bergfruchthandel. Ja, ein Abfahrer war ja leer. Den habe ich ja schon zum Parken geschickt. Drei Abfahrer waren teilbefüllt, obwohl der war ganz voll hier. Hier müssten die dann halt auch gleich eintrudeln. Jetzt haut der hier erstmal sein Zuckerrohr raus. Kann man eigentlich auf Zuckerrohr rumkauen, wie auf einer Süßigkeit? Ich denke nicht, ne? Naja, gut. Lassen wir den erstmal in Ruhe abladen. Der ist jetzt gleich leer. Ich nehme den auch mal schon mal raus aus Autodrive. Stell den normalen Fahrmodus ein und Haken Anhänger 02. Da ist das schön, ne? Dass die sich automatisch weglegen. Wegparken. Dann ist das alles aufgeräumt. So, bling, 139. Dann schicke ich den los. So, ich bleibe aber hier, denn jetzt ist der hier als nächstes dran.
Der ist ja nur halb voll. Ach, und da kommt der letzte auch schon angekachelt. Angeflogen, angefahren, angeheizt, angerast. Whatever. Ich nehme den auch schon mal raus hier. So, normaler Modus. Und Felder mache ich zu. Und du bist dann Anhänger Nummer 3. Aber erstmal musst du leer werden. Danach ist nur noch der Deutz. So. Jawohl. 69.000. Also wenn wir mal aufs Konto gucken und ich sag mal, wir ziehen jetzt 300.000 ab für Stroh, bisschen Silage und Gras. Ja, also das Feld haben wir wieder raus, was wir gekauft haben. Minigens, also Mindestens. Nicht Minigens, Mindestens. Haben wir das Feld wieder raus. So. Du auch hier parken. Anhänger Nummer 4. Ah, der ist gleich leer. Der war ja nur halb voll. Das geht ja dann. Ratze, fatze, rucki, zucki. Ach, guckt euch das Konto an. Nee, 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 nee. Und wir sind ja noch lange nicht fertig, ne? So, dann schicke ich dich jetzt parken. Das waren 42.660. Das war der Rest aus dem Roder. Dann war der auch leer von der letzten Ernte. Ja. 5,499 Millionen. Wahnsinn. Jetzt ist es so gewesen, dass ich Autodrive geupdatet habe. Es ist die finale 1.1.0.5 RC3 Version, weil man mir gesagt hat, hey, da ist eine neue Version raus. Und jetzt werden die Zielpunkte, die gesetzt sind, von Autodrive auch wieder umfahren. Ja, wenn dem so ist, dann müsste der Terrados, den wir losgeschickt haben, ich meine, ich sehe nicht, dass der hier oben noch unterwegs ist. Auf jeden Fall müsste der ja dann zum Hof 1 gefahren sein, ohne versucht haben, durch den Kuhstall zu kommen, ohne im Kuhstall stecken geblieben zu sein. Um das jetzt aber hundertprozentig und wirklich haargenau zu kontrollieren, bleibe ich jetzt mal hier noch mal kurz bei dem Deutz und beobachte, wenn der auf den Hof fährt, ob der durch den Kuhstall fährt oder drumherum. Der spannende Moment ist da. Wir fahren gerade auf den Hof drauf, also nicht wir, Autodrive, ne? Und das Problem war ja halt, die haben immer den direkten Weg durch den Kuhstall genommen, statt diesen kleinen Umweg am Kuhstall vorbei, wir erinnern uns. Und die größeren Fahrzeuge, die nicht durch das Tor passen, sind da immer hängen geblieben. Und ich habe jetzt gerade geupdatet und die fahren immer noch durch den Kuhstall durch. Ja, hier, Wegpunkte umfahren, klappt wohl immer noch nicht. Das heißt, der Terrados ist auch nur da durchgekommen, weil ich den eingeklappt habe. Das war jetzt nur das Beispiel mit dem Kuhstall. Jetzt kommt natürlich noch hier der Trigger, den die normalerweise umfahren an der Scheune für Stroh und Futter und ah, guck, den umfährt er, aber auch nur, weil er sonst nicht auf seine Parkposition kommt. Sonst fahren die nämlich auch immer kackendreist hier über den Trigger vom Hofsilo, Stroh und Futter. Ne? Also da ist noch nichts passiert. Ich gucke noch mal in die Einstellungen. Maximaler Umweg sind 10 Kilometer. Das reicht auf jeden Fall. Ne? Nee, Kollisionserkennung, Ordner verwenden, synchronisieren, maximaler Siloabstand. Rundumleuchten. Nee, der macht das nicht. Ne? So. Kurvengeschwindigkeit, Abstand zum Rohr, Abstandhäcksler, Abladelevel.
90%. Feldausfahrt hinterm Start. Fahrtbegrenzung. Nee. Nee, nee. So, parken im Feld. Mehrere Ziele. Schaufelbreite. Nee, es ist noch nicht wieder, also es ist nicht drin. Diese Funktion, dass Zielpunkte umfahren werden sollen. Immer noch nicht behoben. Nein, 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 nein. Ihr könnt mir glauben, dass das hier die aktuellste Version ist, die es gerade gibt. So, Kontostand ist okay. Das Schmuckstück bringe ich jetzt hier auch noch beiseite. Immerhin ist er da angekommen, ne? Er ist ja so, hat er so durch den Kuhstall gepasst. Das ist schon mal eine kleine Verbesserung. So. Und Stopp. Ja. Direktverkauf. Hat sich gelohnt. Haben wir das Feld wieder raus. Dann soll es das für heute auch wieder gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Dieser Zuckerrohr-Chaos-Wahnsinn, ne? Ah, nee, 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 nee. Aber hey, wenigstens scheint Cosplay jetzt eine bessere Performance hinzulegen. Da können wir schon mal, also das ist schon mal eine mächtige Erleichterung. So. Bleibt gesund. Ich hoffe, ihr könnt das tolle Wetter auch genießen, so wie ich es versuche zu schaffen. Bleibt mir gewogen. Ich war, bin und bleibt der Shorty von der Testerie und bin damit für heute raus. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao.